Gefühle haben Schweigepflicht, du hast mich tausendmal belogen oder Kilimandscharo, klar. Alles Hits unserer Schlagerkönigin Andrea Berg. Hier in Kleinasbach, wo sie zu Hause ist, leitet sie mit ihrem Ehemann Uli Förber das Hotel Sonnenhof, wo unzählige Schlagerpartys stattfinden, unter anderem natürlich auch die Sommerhitnacht. Und bekannte Künstler wie jetzt zum Beispiel Nick P., Fantasy oder auch Wolkenfreisängerin Vanessa Mai, die hier übrigens geboren worden ist, sind hier zu Gast, um nur einige davon zu nennen. Und natürlich ist das Hotel Sonnenhof, zieht es nicht nur die Fans und die Partywütigen an, sondern auch Leute, die sich entspannen und erholen wollen. Und so lockt das Hotel Sonnenhof Tausende Jahr für Jahr an. Und also heute Morgen muss ich auch feststellen, wie ich kurz vor 11 hierher angekommen bin, dass ein riesen Besucherstrom da ist. Nicht nur die Leute, die durchs Dörfle laufen, sondern auch ums Hotel Sonnenhof rum. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also es ist keine Veranstaltung, keine Schlagerparty gerade oder sonst irgendwas. Und trotzdem ist schon so viel los heute Morgen. Und ich habe mich für euch heute auch schon auf die Lauer gelegt und Fotos von dem Ort gemacht. Und natürlich aus Dörfles darf natürlich nicht fehlen, klar. Es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Du denkst, du bist irgendwo in den Alpen. Ganz viel Natur drumherum, tolle Landhäuser und es ist einfach der Wahnsinn. Man muss es mal gesehen haben. Richtig toll. Und das war's für heute. Und mein Fazit ist, es lohnt sich wirklich. Und übrigens für alle, die mit dem Zug unterwegs sind, das ist ganz geschickt, wenn man von Stuttgart oder Backnang herkommt. Geht dann vom Busbahnhof Backnang die 367er Linie nach Kleinasbach. Der hält direkt am Hotel Sonnenhof. Sehr, sehr geschickt. Und also, bis bald. Ciao. Thank you.